interessante no museo italiano. Ich weiß nicht mehr.
Ja, das wird geil. Das freue ich mich schon. Aber mit dem Zug, Wochenendtickets. Ja. Okay. Wochenendticket am Dienstag oder Mittwoch? Achso, ja. Stimmt, das ist ja noch in der Woche. Wunderbar. Ja, ein paar Mal holen wir uns die ganzen Bundesländer. Also ich frage. Ja, ich auch. Ich habe frei. Wie lange denn eigentlich los? So, bis 1. November. Das gibt's gar nicht, ey. 2 Monate. 1. November ist frei. Bis 1. November. Ja, was geht's denn jetzt für Leistung? Ich habe jetzt 3 Wochen lang gearbeitet, ich habe 1.200 Euro. Damit muss ich jetzt noch umkommen. Und dann noch 100 Euro vom Vorjahr. Und ich kriege am 1. Oktober kriege ich noch 6.000 Euro von irgendeinem Barvertrag. 6.000 Euro? Ja, aber die werden vergessen worden. Ja, und dafür ist so viel Jahres was drauf bezahlt auch. Ist ja auch. Was ist ja auch aufgegeben? Meine Wochenende ist nur frei vom PR. Ja, wie wollen wir denn dann kommen aus dem Bus? Er holt was für die ICE oder? Die Fahrt ist jetzt auch schon wieder. Ja. Wo muss man im Auto fahren? 2 Fahrer. Im Auto machen 2 Fahrer, ich muss da nichts trinken. Fahrt vorbei, Alter. Kommt die jetzt alle bis auf. Weil das sind da 600 Kilometer oder so. Wenn es geht, wäre ich vielleicht noch so viel. Wie willst du da fahren? 6 Stunden? Pausen müssen länger. Dann spielen die Rückruhe mit Schmiss. Abends vorher. Das haben wir ihm aber auch schon abgeschlossen. Aber ja, theoretisch kann man noch arbeiten gehen an beiden Tagen. Das Coole ist dabei, dass ich mit dem Ich habe sogar eigentlich wieder mit dem Stellen mit München gerechnet, aber. Das wäre nicht schlecht, wenn ich diese Woche schon. Ich krieg den Sommer zurück. Weil der Magen ist eigentlich ein bisschen.